Wo finde ich eigentlich die besten Infos über die Märkte? Ich bin Markus Hugmann, mache 2 Videos über die Märkte börsentäglich, muss also sehr, sehr schnell das Wichtigste auf einen Blick haben und ich möchte euch in diesem Video, das ich zusammen mit directtrade.com produziere, zeigen, wo ihr am schnellsten die besten Informationen findet. Und los geht's! Schauen wir uns erstmal an, was ich dazu nutze. Ich nutze ein Programm, das nennt sich TweetDeck. Dieses Programm greift auf Twitter zu und Twitter ist mein Hauptinformationspool, aus dem ich sozusagen all das ziehe, was ich für meine Videos brauche. Und man kann, wie ihr hier seht, einfach dieses TweetDeck-Programm runterladen im Internet. Ich habe einfach mal hier den Suchbegriff TweetDeck und Download eingegeben. Ihr seht, daher sind die Möglichkeiten unendlich. Ihr könnt also einfach hier dieses Programm downloaden. Wie sieht das dann aus? Das will ich euch hier mal zeigen. Hier sieht man zum Beispiel einzelne Twitter-Accounts und man sieht dann zum Beispiel auch einzelne Hashtags wie Hashtag DAX oder Hashtag Wirecard. Ist ja derzeit eine ganz heiße Nummer, aber man sieht eben auch eine ganze Menge Leute, die wirklich gut sind und ein paar davon will ich euch gleich mal vorstellen. Zunächst aber noch ein kurzer Hinweis auf directtrade.com. Da hat man nämlich derzeit, wie ich finde, ziemlich anständige Konditionen. DAX 0,6% Punkte Spread, das ist ziemlich günstig. Euro-Dollar 0,3 Punkte Spread oder 0,3 Pip Spread. Schaut euch da mal um ein bisschen bei direct-trade.com. Jetzt wollen wir aber mal reingehen in die Chose und ich zeige euch mal, wie dieses TweetDeck dann in der Realität aussieht. Und das seht ihr hier. Da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, einfach ein bisschen uns mal umzutun. Ich habe hier eine ganze Menge Twitter-Kanäle, die ich nebeneinander anordnen kann. Das sind, wie gesagt, einzelne Leute, die Tweets posten. Oder es sind eben wie hier Sachen wie Wirecard, wie DAX, was auch immer. Ich kann Dow Jones nehmen, ich kann Nasdaq nehmen, ich kann Donald Trump nehmen, Hashtag Donald Trump etc. etc. Die Möglichkeiten sind also fast unbegrenzt. Und hier diese Anordnung ist eben spitze, weil sozusagen immer die neuesten Tweets realitätsgenau praktisch live reinlaufen, sodass man immer sofort informiert ist, wenn was passiert. Kann ich nur empfehlen. Das ist zumindest meine Arbeitsweise. Vielleicht ist das ja für euch auch mal interessant. Ich will euch mal ein paar Leute zeigen, von denen ich glaube, dass sie richtig gut sind. Eine davon ist Liz Ann Saunders. Hier seht ihr, @LizAnnSaunders müsst ihr hier eingeben. Und wie macht ihr das? Das macht ihr am besten so, indem ihr hier eben dieses TweetDeck habt und dann geht ihr auf @Clum und macht User und hier könnt ihr dann @LizAnnSaunders eingeben oder LizAnnSaunders und würdet dann eben diese Dame finden und dann klickt ihr einfach auf @Clum und schon, bums, habt ihr diese Kolumne mit dabei. Aber zurück im Text, ihr Lieben, wir sehen hier also Liz Ann Saunders, aber es gibt eine Menge Leute, sehr viele Leute, die richtig gut sind. Das Problem ist, die gibt es eigentlich fast nur im angelsächsischen Bereich. In Deutschland ist die Auswahl sehr, sehr dünn gesät. Wir sehen hier zum Beispiel auch Lance Roberts, der ein wahnsinnig guter Techniker ist, was die technische Verfassung der Märkte betrifft, ist auch selber ein Vermögensverwalter. Das heißt, das ist nicht nur mal so in der Theorie gesprochen, sondern da geht es auch direkt um die Praxis. Kann ich nur empfehlen, unter dem Hashtag, wo ist es, @LanceRoberts, wie ihr hier eingeblendet seht. Ich mache mal weiter mit der Vorstellung einiger derjenigen, denen ich folge, die ich permanent auf dem Schirm habe. Die Auswahl ist riesig. Ich kann hier nicht alle darstellen, nur eben ein paar von ihnen. Aber die haben es meistens in sich. Hier zum Beispiel Forex Live. Wenn ihr wissen wollt, was wirklich an den Märkten jetzt passiert, wenn irgendeine News kommt, dann ist Forex Live einfach sehr, sehr gut. Da könnt ihr euch direkt informieren, was an neuen Dingen passiert. Da habt ihr die Möglichkeit, bei finanzmarktwelt.de reinzuschauen. Wenn ihr merkt, der DAX steigt, der DAX fällt, der S&P fällt, der Dow steigt oder wie auch immer, wenn also irgendwas passiert, da habt ihr dann meistens die Nachricht dazu, weil die unglaublich schnell sind und die sind vor allem auf der ganzen Welt. Die haben also Leute in Asien sitzen, in den USA sitzen und sie haben Leute in Europa sitzen, sodass eben die ganze Marktbreite hier abgedeckt wird. Also praktisch alle Märkte immer live bespielt werden. Für mich ein absolutes Muss. Was haben wir noch? Wir haben Sven Henrik, meine Damen und Herren. Sven Henrik ist ein Kritiker der Fed, ist jemand, der eigentlich den Wahnsinn der Märkte derzeit, wie ich finde, sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Denn das, was da passiert an den Märkten, ist ja praktisch, dass die Finanzmärkte gestützt werden, trotz einer kollabierenden Realwirtschaft. Und Sven Henrik bringt das auf den Punkt, was die Folgewirkungen dieser Geldpolitik sein werden, dass also im Prinzip die Dinge einfach hier krass
und immer krasser werden und damit eben auch die Ungleichheit, die Vermögensverteilung immer krasser wird. Sven Henrik ist derjenige, der das am klarsten auf den Punkt bringt. Für mich ein absolutes Muss. Ebenso wie Holger Zepitsch, der im deutschen Bereich eigentlich der führende Blogger ist in Sachen Finanzmärkte. Holger Zepitsch arbeitet bei der Welt, schreibt da auch teilweise sehr, sehr gute Artikel, ist aber vor allem als jemand, der mit den Tweets wirklich international Beachtung findet, vielleicht der einzige Deutsche, der hier Beachtung findet. Ed Schuldensühner ist praktisch hier das Kennwort. Das müsst ihr eben eingeben, dann werdet ihr den Holger Cepic finden. Sehr zu empfehlen. Was habe ich noch? Ich habe Carl Quintanilla, wie die Amerikaner sagen, Carl Quintanilla. Das ist ein CNBC-Moderator, der sehr, sehr gute Informationen immer bringt, der auf dem Hochpunkt des Geschehens immer ist, wenn er denn praktisch arbeitet. Manchmal muss auch er ein paar Tage Urlaub machen. Jedenfalls Carl Quintanilla oder Carl Quintanilla. Unter dem Begriff Ed Carl Quintanilla kann man ihn finden. Was habe ich noch für euch? Jesse Felder zum Beispiel. Ed Jesse Felder ist hier die Kennung, die Twitter-Kennung. Er gibt auch den The Felder Report raus. Sehr zu empfehlen. Jesse Felder ist ein ehemaliger Bear Stearns Investmentbanker, einer der kritischsten Köpfe, die derzeit überhaupt unterwegs sind. Immer wieder großartige Statistiken, großartige Grafiken. Für mich ein absolutes Muss. Jesse Felder. Wir haben dann noch, wenn man sich für den chinesischen Bereich interessiert, und das ist ja etwas, was in Deutschland generell zu unterbelichtet ist, nach meiner Auffassung, dann würde ich euch empfehlen, Ed Yuan Talks. Das ist eigentlich ursprünglich angesiedelt in Hongkong, ist aber dann auch in Shanghai präsent. Das sind also Jungs, die wirklich über die chinesischen Finanzmärkte sehr gute Berichte schreiben. Das kann ich nur empfehlen. Ist wie gesagt alles nur eine relativ kleine Auswahl, aber ich muss sonst 3 Stunden lang dieses Video machen, wenn ich euch alle zeigen würde. Vielleicht gibt es mal eine Fortsetzung, wo ich dann weitere Twitter-Kanäle euch zur Darstellung bringe, von denen ich glaube, dass sie richtig gut sind. Für mich, wie gesagt, ist der TweetDeck und ist Twitter das Informationsmedium schlechthin. Klar, wer ein Bloomberg-Terminal hat für sehr, sehr viel Geld, der kann natürlich auch anders arbeiten, aber über Twitter sind die Informationen kostenlos und vor allem sehr, sehr schnell. Man ist also real-time absolut dabei und wer von euch will, der kann sich einfach mal hier bei directtrade.com auch die Börsenakademie anschauen. Da kann man nämlich schnell lernen und vielleicht eben über den Broker auch günstig handeln. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende und sag euch Servus und Ciao.